Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute in Pressekonferenz vom BVB Freie Wähler. Mit mir dabei Philipp Zeschmann. Wir haben Ihnen einen Antrag vorzustellen, wo es um nichts anderes geht, als Vertrauen sicherzustellen in den Kommunen, insbesondere auch für die Bürger. Ein Thema, was alle Bürger betrifft, insbesondere natürlich auch die Grundstückseigentümer, aber rechtlich gesehen jeden Bürger, nämlich die Grundsteuerreform und deren Auswirkungen auf das Land Brandenburg, insbesondere auf die Kommunen, auf die Bürger vor Ort. Es wurde viel zu lange fälschlich erzählt, das sei ein reines Bundesthema, das wäre hier gar nicht relevant. Dem ist natürlich in Brandenburg nicht so. Und deswegen wollen wir als BVB Freie Wähler mit einem weiteren Antrag hier für Rechtssicherheit sorgen, für Aufkommensneutralität und damit insbesondere für finanzielle Stabilität und Klarheit für die betroffenen Bürger. Worum geht es? Es ist so, dass im Rahmen der Grundsteuerreform natürlich die Neubemessung der Grundstückswerte erfolgt, dementsprechend die Bürger Erklärung abzugeben hatten. Teilweise sind schon die Grundsteuerwertbescheide ergangen, teilweise auch die Grundsteuermessbetragsbescheide bei den Bürgern ergangen. Was noch nicht der Fall ist, natürlich die Grundsteuerbescheide, also Zahlbescheide, die logischerweise erst 24 bzw. 25 dann die Bürger eilen werden. Und nun ist durch die Politik Land auf Land ab versprochen worden, wir tragen dafür Sorge, dass hier Aufkommensneutralität gewahrt wird, gewahrt bleibt. Das heißt, dass durch die Grundsteuerreform die Kommunen nicht mehr Einnahmen generieren in Summe, als es bisher der Fall gewesen ist. Nun ist es so, dass so eine Grundsteuerzahl, die zu zahlen ist, der Wert, der zu zahlen ist, sich bemisst natürlich aus dem Grundsteuerwert, multipliziert mit dem Hebesatz, den die Kommunen festsetzen. Und nun ist es kein Geheimnis, dass seit 1935 Einheitswertberechnung, seitdem die Bodenrichtwerte und damit auch die Grundstückswerte und damit auch die Grundsteuerwerte massiv gestiegen sind. Und deswegen ist es klar, dass im Sinne der Multiplikation dann bei dem Faktor des kommunalen Hebesatzes entsprechende Drosselung nach unten zu erfolgen hat. Nun könnte man sagen, das machen die Kommunen schon. Wo ist das Problem? Nun ja, das Problem ist, dass das FAG in Brandenburg viele Kommunen daran hindern wird, diese Drosselung vorzunehmen. Aus zwei Gründen. Zum einen, Kommunen, die im Haushaltssicherungskonzept sich befinden, sind verpflichtet, die durchschnittlichen Hebesätze zu erheben, damit sie sich nicht dem Vorwurf aussetzen, dass sie ihre schlechte finanzielle Lage noch weiter verschlimmern, indem sie aus Sicht des Landes, in Anführungsstrichen, unnötig niedrige Hebesätze erheben. Des Weiteren haben sie, unabhängig davon, ob sie im Haushaltssicherungskonzept sich befinden oder nicht, die Situation, dass wenn sie unterdurchschnittliche Hebesätze erheben bei der Grundsteuer, dann bei der Finanzausgleichszahlung, also bei den Schlüsselzuweisungen, schlechter gestellt werden, so gestellt werden, als hätten sie die Durchschnittswerte erhoben. Das heißt, die Kommunen haben eine Situation, dass im Endeffekt ein völlig verzerrter Wettlauf beginnt um die Festsetzung der Hebesätze. Und jetzt könnte man sagen, naja, irgendwo mittelt sich es in der Mitte aus. Nun, wie in keinem anderen Bundesland, also erstmal ist der Osten sowieso stärker betroffen als der Westen, weil sie dort eine Neubewertung in den 60er Jahren hatten, wie das letzte Mal in den 30ern, haben sie in Brandenburg, wie in keinem anderen Bundesland, die völlige disproportionale Grundstückspreisentwicklung um Berlin herum, in Potsdam mit Bodenrichtwerten bald schon im vierstelligen Bereich und teilweise in der Prignitz und Uckermark teilweise gerade mal im zweistelligen Bereich. Das führt also zu einer Schere, die so groß aufgeht, dass sie keinen, und dann entsprechend mit dem Hebesatz entsprechend runtergehen müssen, dass sie keinen echten Durchschnittswert, wie es bisher gewesen ist, ermitteln können, der als Orientierung für die anderen Kommunen gelten kann. Sondern wenn dann Potsdam, Kleinmachnow, Bernau, Falkensee, also da, wo sie relativ hohe Werte haben, dann entsprechend extrem niedrige Hebesätze festlegen, um Grundsteueraufkommensneutralität sicherzustellen, führt das zu einer völligen Verzerrung landesweit, weil die Schere eben so weit aufgeht, sodass der nominelle Mittelwert trotzdem eine Verzerrung darstellt für die Kommunen, die hohe Hebesätze oder relativ höhere Hebesätze erheben müssten. Dementsprechend kann es aufgrund dieser zu befürchtenden Verzerrung dazu kommen, dass die Schlüsselzuweisungen, die haushaltssicherungskonzeptbedingten Höhersetzungen der Hebesätze zum Nachteil der Bürger auch gereichen. Das heißt, die Kommunen sind dann verpflichtet, in einem Wettlauf um die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen darauf zu achten, dass sie eben nicht so weit senken, wie sie würden, um Aufkommensneutralität sicherzustellen. Teilweise, weil sie es nicht dürfen, Haushaltssicherungskonzept, teilweise, weil sie es nicht wollen, um die Schlüsselzuweisungen nicht zu gefährden. Und aufgrund dieser disproportionalen Entwicklung ist auch mit einer völlig
unzureichenden Kalkulationsgrundlage zu rechnen. Und die Antwort darauf kann nur sein, dass wir einerseits die Kommunen anhalten, natürlich die Aufkommensneutralität sicherzustellen. Okay, das ist keine neue Forderung. Aber wichtig wird auch sein, dass die entsprechenden Regelungen in den entsprechenden Runderlassen, aber auch im FAG, im Finanzausgleichsgesetz, so geändert werden, dass im Hinblick auf die Grundsteuer diese Verpflichtung zur Erhebung von Durchschnittswerten aufgehoben wird, um gerade am Anfang, wo Sie ja nochmal die Ungewissheit haben, weil ja immer Einwohnerzahlen von Vorvorjahr verwendet wird bei den Schlüsselzuweisungen, um das auszukoffern, weil am Ende rauszugleichen, geht das zulasten der Kommunen, wenn die Regelung dort nicht getroffen wird, oder im Endeffekt zulasten der betroffenen Bürger, die mit übertrieben hohen Hebesätzen dann konfrontiert sind. Und deswegen schlagen wir vor, dass im Hinblick auf die Grundsteuerreform und gerade in den Anfang dieser Neufestsetzung 2025, ab dem Jahr, wo es greift, diese Verpflichtungen für die Kommunen, ob im Haushaltssicherungskonzept oder nicht, den Durchschnittswert zu erheben, aufgehoben wird, nicht mehr festgelegt wird und dementsprechend die Schlüsselzuweisungen unabhängig davon gemacht werden, welchen Hebesatz man erhebt. Bevor der Einwand kommt, dann könnt ihr ja Eldorado machen. Nein, es bezieht sich auf die Grundsteuer. Die übrigen Barrieren innerhalb des FAG, es gibt ja noch andere Steuerarten, die vor Ort erhoben werden, die greifen wir nicht an, sondern wir greifen den Bereich an, der hier einer besonderen Volatilität und auch Ungewissheit unterliegt, sowohl für Kommunen als auch für die Bürger. Und deswegen ist die Zielstellung für die Kommunen Planungssicherheit, für die schwächeren Kommunen, die im Haushaltssicherungskonzept sich befinden, eine gewisse Bewegungsfreiheit zu geben und am Ende für die Bürger das Versprechen, nämlich dass die Grundsteuer, das Gesamtaufkommen nicht steigt und wenn dafür Einzelne es nur moderate Erhöhungen gibt, um das auch einzuhalten. Und um das sicherzustellen, ist es nötig, hier auch ranzugehen, das nicht zu ignorieren und insbesondere nicht so zu tun, als sei das eine Angelegenheit, die am Land völlig vorbeigeht und das Land keine Steuerungsmechanismen hätte. Hätte es, und nicht nur, dass es sie hat, das Land muss sie zwingend ergreifen, um diesen drohenden Schaden für die Kommunen, für die Ärmeren, aber auch für alle anderen Kommunen und insbesondere für die Grundstückseigentümer, um das zu vermeiden. Dazu soll dieser Antrag dienen. Dieser Antrag ist dann auch Gegenstand der Tagesordnung hier im September-Plenum. Und wir hoffen auf eine qualifizierte Befassung damit. Dieses Problem kann nicht ignoriert werden. Ich erinnere an unseren Antrag, den wir im Juni gestellt haben, wo es darum ging, den Kommunen per Rundschreiben, Runderlass vorzugeben, die Aufkommensneutralität sicherzustellen. Da wurde uns noch erklärt, das geht alles nicht, wenn, dann müssen wir uns auf die mit dem Haushaltssicherungskonzept konzentrieren. Bitteschön, darauf haben wir jetzt auch eine Antwort, aber nicht nur darauf. Und das ist ein zwingendes Erfordernis aufgrund der Reform, aber auch aufgrund der Bodenrichtwert-Diversität, Disparität hier im Bundesland Brandenburg. Ihre Fragen hierzu? Zustimmende Anmerkungen? Sonst? Ja. Bitte schön. Ja, nochmal eine kleine Frage zu dem, was Sie ausführten. Mir ist noch nicht ganz klar, wie Sie technisch diese Aufkommensneutralität erreichen möchten. Und eine andere Frage, wenn es erlaubt ist, zum anderen Thema, Diätenerhöhung. Sie hatten sich auch schon in der WZ geäußert, aber haben angedeutet, dass Sie einen neuen Mechanismus für sinnvoll halten. Wenn Sie da noch mal kurz sagen könnten, bitte, in welche Richtung das gehen könnte. Gut, also zunächst zu den Grundsteuerfragen, wenn wir uns darauf fokussieren. Also die Aufkommensneutralität ist ja etwas, was nicht wir uns nur ausgedacht haben. Das ist ja eigentlich Konsens, zumindest erklärter Konsens. Und ich glaube, hier der Weg ist ja vorgegeben. Der Weg ist vorgegeben, man hat den Grundsteuerwert, der jetzt ermittelt wird, multipliziert mit dem Grundsteuermessbetrag und dann haben Sie die Abweichung zum bisherigen Stand. Und dann müssen Sie den Hebesatz in den Kommunen entsprechend kalibrieren, dass abgesenkt wird. Deswegen macht der BVB Freie Wähler derzeit in den Gemeindevertretungen mit ähnlich gelagerten Anträgen bereits Selbstbindungsbeschlüsse bringen wir dort ein, wo also die Gemeindevertretung, Stadtverordnung beschließen sollen, und teilweise gibt es dafür auch Mehrheiten, Blankenfelde-Marlow hat es beschlossen, Wandlitz hat es beschlossen, in Bernau ist es jetzt auf der Tagesordnung, Schöneiche ist jetzt drauf. Das heißt, da geht es darum, dass die Gemeindevertretung sich bereits jetzt perspektivisch Planungssicherheit verpflichtet, Hebesätze zu erheben, die in der Prognose dazu führen, dass das Gesamtgrundsteueraufkommen der Gemeinde gleich bleibt. Das heißt nicht, dass es für jeden einzelnen Bürger gleich bleibt, aber dadurch, dass der Gesamttopf gleich bleibt, sind die Schwankungen für den Einzelnen, also für die einzelnen Summanden innerhalb der Gesamtsumme, fallen natürlich geringer aus, als wenn ich es nicht steuern würde oder nicht dämpfen würde. Diese Dämpfung schlägt dann auch zugunsten der Einzelnen durch. Das ist das Instrument, völlig, völlig klar. Und der Punkt ist der, dass das Land bereits, Antwort der Landesregierung auf meine kleine Anfrage, bereits 87%
der Grundstückseigentümer bereits eine Rückmeldung gegeben haben mit ihren Papieren, die sie auszufüllen haben, Grundstücksbewertung. Das heißt, die Stichprobe, wir reden nicht von einer Stichprobe, das ist fast eine Totalerhebung, das Land hat bereits quasi die Grundlagen. Für jede Region haben sie einen repräsentativen Querschnitt, aus dem sie die erwarteten Grundsteuerwerte und Grundsteuermessbeträge errechnen können. Dementsprechend können sie für jeden Ort repräsentativ bereits jetzt grob den Hebesatz, also den Grad der Senkung des Hebesatzes bereits errechnen, der nötig ist, um diese Aufkommensneutralität sicherzustellen. Deswegen war es ja so unterhaltsam, um nicht zu sagen ärgerlich, dass das Finanzministerium mit Verzugszinsen droht und Säumniszuschlägen droht für die Bürger, die es noch nicht abgegeben haben, die 12%. Diese 12% sind völlig irrelevant für die statistische Durchschnittsberechnung. Das heißt, es ist eine reine Schikane gewesen, was dort gemacht wurde, ein Kräftespiel. Denn die Grundsteuerbescheide, also Zahlbescheide, unjuristisch gesprochen, kommen ja erst in anderthalb Jahren. Also insofern ist das alles in dem Punkt Makulatur. Und wenn man sich darauf fokussieren würde, könnte man die Aufkommensneutralität kalkulatorisch sicherstellen, muss dann aber an die finanzausgleichsgesetzspezifischen Auswirkungen denken, die die Kommunen dann betreffen. Gibt es zunächst zum Grundsteuerthema, ich würde dann gleich was dazu sagen, weil ich denke, die Frage von anderen, gibt es zum Thema Grundsteuer noch andere Fragen? Oder, ja. Zum Thema, also ich danke für die Aufmerksamkeit, für diesen Antrag. Zum Thema Diätenerhöhung. Also es ist so, dass letzten Tage ja kursierte die neuen Werte, Statistikamt, was das bedeutet für die Abgeordnetenentschädigungsveränderung, Erhöhung. Also ich glaube, wir tun gut daran, in einer Wahlperiode, wir haben es von Anfang an gesagt, in einer Wahlperiode, die von Corona und von Auswirkungen des Krieges und damit einhergehend wirtschaftlichen Belastungen, finanziellen Belastungen geprägt war, dass hier die Abgeordneten, die in Brandenburg gut verdienen, relativ gesehen zur Bevölkerung und auch gut verdienen relativ zu anderen Landtagsabgeordneten im Bundesgebiet, dass wir in dieser Wahlperiode hier ganz deutlich ein Zeichen der Zurückhaltung auch senden und setzen, sowohl fiskalisch als auch also nominell und auch prozentual, sodass aus unserer Sicht sich für diese Wahlperiode jegliche Erhöhung sozusagen ausschließt und auch verbietet. Und nicht nur, weil irgendwelche Signale im Wahljahr gesetzt werden wollen, wie das andere sagen, sondern weil es einfach gemessen einer Finanzbelastung, einer wirtschaftlichen Belastung der Bürger nicht darstellbar ist. Das ist erstmal die Grundauffassung. Das gilt sozusagen, bis es einen neuen Landtag und neue Fraktionen, wie auch immer eine Konstellation, dann gibt, in welcher Stärke wer hier weitermachen darf. Was meine Überlegung anbelangt, neue Betrachtungen sozusagen zu wählen, glaube ich, müssen wir wegkommen von diesen automatischen, es sind ja keine mathematisch-automatischen Anpassungen. Denn dieser liegt ein grundlegender Denkfehler zugrunde. Nämlich, dass man immer sagt, naja, wir bilden bei den Abgeordneten die Erhöhung nach, prozentual, die auch bei der durchschnittlichen Einkommen der Bürger sozusagen gegeben ist. Dann haben Sie aber das Problem, dass wenn der durchschnittliche Einkommen in Brandenburg 2.800, 2.900 Euro brutto etwa, sagen wir aufgerundet 3.000 Euro, wir haben 3.000 Euro Bruttoeinkommen, dieses steigt um 3%, ja, dann haben Sie in der Bevölkerung, also in der durchschnittliche Lohnsteigerung von 90 Euro gehabt. So. Wenn man dann sagt, bei den Abgeordneten mit der entsprechend höheren Diät steigt es um 3%, dann ist das scheinbar ein gleicher Anstieg, aber nominal natürlich ein viel höherer Anstieg. Weil wenn 9.000 Euro um 3% steigen, sind es 270 und wenn der Durchschnittseinkommen entsprechend steigt, sind es 90 Euro. Das heißt, die Schere der nominal verfügbaren Geldmenge erhöht sich, nämlich um weitere 180 Euro. Und am Ende gehen die Menschen nicht in Prozenten einkaufen, sondern in Euro. Und genau deswegen ist die Überlegung die, dass wenn wir über eine Anpassung reden, dass sie dann die nominale Anpassung abbilden und nicht sagen, steigt das Durchschnittseinkommen um 3%, steigt auch unsere Diät um 3%, sondern wenn überhaupt, steigt sie um den Eurobetrag, der sich hinter diesen 3% verbirgt. Steigt das Durchschnittseinkommen um 90 Euro, dann kann man darüber reden, dass das Abgeordnetengeld auch um 90 Euro entsprechend steigt. Und ich glaube, das ist erstmal ein Ansatz, um A, das abzubilden, ne, weil man immer sagt, wenn die Menschen wirtschaftlich besser geht, kann auch die Abgeordnetenentschädigung steigen. Okay, dieses Argument kann man so vertreten, aber dann soll es entsprechend auch in Euro sich abbilden. Und dementsprechend wäre das unser Vorschlag für die nächste Wahlperiode. Aber auch erst dann, bis dahin, glaube ich, aufgrund der Besonderheit und der Beispiellosigkeit dieser Wahlperiode, sollte man sich da alle zurückhalten. Und nun will man es niemanden neiden, aber ich glaube, im bundesweiten Vergleich ist da Brandenburg schon sehr gut aufgestellt, auch gemessen an der Einwohnerzahl. Und insofern
für diese Wahlperiode schließt sich das aus. Und die nächste Wahlperiode muss man dann diesen dämpfenden Umrechnungsfaktor in Euro unseres Erachtens mit einbringen ins Gesetz. Und dann wird man das neu verhandeln müssen. Weitere Fragen, bitte. Ich würde gerne noch mal zum Mobilitätsgesetz kommen, was ja heute auch im Kabinett Thema ist. Die Volksinitiative läuft gerade irgendwie, sagen wir, Sturm dagegen und sagt, also das ist nicht, was wir verhandelt haben. Wie sehen Sie das? Ja, wie sehen Sie das? So, Philipp Zeschmann als verkehrspolitischer Sprecher dazu. Naja, das ist, wie heißt es so schön, schwere Geburt nach jahrelanger Verhandlung mit der Volksinitiative Verkehrswende. Jetzt hieß sie, glaube ich. Ich sage mal so, jeder wird jetzt wahrscheinlich was finden, was ihm nicht gefällt. Die einen sagen, es ist zu wenig, die anderen sagen, es ist zu viel. Wir haben immer gesagt, wir müssen einen ÖPNV, also ein Verkehrssystem aus Bussen und Bahnen schaffen, um für jeden in Brandenburg eine angemessene Mobilität bereitstellen zu können. Wir haben ja dazu seit März im Landtag eine Vielzahl von Anträgen eingebracht. Wir werden jetzt im September auch noch mal zwei dazu einbringen, um sozusagen alle Facetten dieses Konzepts darzustellen. Und ich glaube, es ist selbstverständlich, dass wir genauso, wie wir uns um die Daseinsvorsorge im ländlichen Raum, Stichwort Gesundheit, kümmern müssen, müssen wir uns natürlich auch darum kümmern, wie organisieren wir Mobilität auch im ländlichen Raum ohne das Auto. Denn wir sind dafür, dass wir attraktive Alternativen schaffen, dass Menschen nicht darauf angewiesen sind, das Auto zu benutzen. Ich sage mal, in städtischen Bereichen ist das mehr oder weniger leicht. Wenn man aber auf dem Land wohnt, wo morgens ein Schulbus kommt und kurz nach Mittag noch einer und sonst nichts, dann ist es ganz schwierig. Und ich glaube, alle wissen das oder sind sich dessen bewusst, dass Mobilität mit dem Auto, egal ob ich jetzt einen Verbrennermotor noch fahre oder auch ein E-Auto habe, in den nächsten Jahren deutlich teurer wird. Weil die Verbrenner werden durch die CO2-Bepreisung, die ja jährlich ansteigen soll, deutlich teurer werden. Ich mal ganz unabhängig von Schwankungen des Ölpreises am Weltmarkt. Und bei den E-Autos haben wir in den letzten Jahren gesehen, insbesondere letztes Jahr, dass ja auch die Strompreise enorm angestiegen sind. Und alle Fachleute sagen ja, wir haben einen Mangel an Produktionskapazitäten für Strom. Und wir werden immer mehr elektrifiziert, die Mobilität mit den E-Autos, Heizung wahrscheinlich mit Wärmepumpen, Industriesektor soll auch elektrifiziert werden, bis hin zu Stahlproduktion in Eisenhüttenstadt. Und das heißt, auch dort werden die Strompreise nicht sinken, sondern eher ansteigen. Das heißt, eine individuelle Mobilität mit einem Pkw, egal welcher Antriebstechnik, wird immer teurer. Das heißt, in kurzer Zeit werden uns Menschen sagen, wir können uns Autofahren nicht mehr leisten. Womit sollen wir jetzt rumfahren? Und wie kommen wir von A nach B? Und da hat Brandenburg im ländlichen Raum erheblichen Nachholbedarf. Und dazu haben wir ein differenziertes Konzept dargelegt, wie das möglich ist. Mobilität bis zum letzten Bauernhof mit On-Demand-Verkehren, mit Bedarfsverkehren als Zubringerlinien zu den Hauptrückgratlinien, die natürlich schneller und stärker in höheren Taktfrequenzen fahren müssen. Da, wo es eine Bahn gibt, muss es die Bahn machen. Und da, wo es keine Bahnverbindung gibt, müssen wir das mit Schnellbussen machen, auf der Basis der aktuellen Plusbusse. Und gegebenenfalls natürlich, je weiter wir von Berlin wegkommen, diese strahlenförmigen Verkehrsachsen gehen dann immer weiter auseinander, müssen auch Bahnlinien dort wieder reaktiviert oder sogar neu gebaut werden. Das haben wir immer schon vertreten. Wir haben auch dazu gesagt, es kann hier nicht sein, dass wir hier auf den Bund warten und sagen, nur die Kosten-Nutzen-Untersuchungen positiv kriegen, die nehmen wir in die Hand, alles andere ist egal, weil es würde uns ja Geld aus dem Landeshaushalt kosten. Nein, der Ansatz muss sein, wir müssen Mobilität für alle in angemessenem Maße realisieren können und müssen auch solche Verbindungen dann realisieren, damit wir eine ordentliche Abdeckung in jedem Winkel des Landes, auch in den von Berlin weiter entfernten, abbilden können. Ja, gibt es noch weitere Fragen oder sind schon die nächste? Ich glaube, ja, wir sind eigentlich durch. Ja, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche einen schönen Tag und bis zur nächsten Woche.